Tja, kann ich das Tagebuch? Harvey, Tagebuch. Was denn, Edna? Sieh doch, da liegt dein Tagebuch, Edna. Potznase, du hast recht. Dann lass mich schnell ran. Ich kann kaum erwarten, mein Gedächtnis aufzufrischen. Ja, dann geh doch, du bist doch hier am... Edna, Tagebuch. Benutzen hey, Tagebuch. Da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Oh, Schreck. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Und? Ach, du Schreck. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Sehr gut. Durchs Fenster. Benutzen das Fenster. Die Tür ist ja fest verschlossen. Benutzen. Fenster. Was? Okay. Vielleicht kann Harvey durchs Fenster. Ja, natürlich. Specht. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Ein Nest. Rekursion ist ja eines der wichtigsten Handwerkszeuge eines Dramaturgen. Und deswegen fand ich es ganz neckisch, dass man zum Schluss des Spiels noch einmal eingesperrt wird und einen Ausbruch wagen darf. Und ähnlich wie Edna aus ihrer Zelle durch den Lüftungsschacht kriecht, missbraucht auch Harvey eigentlich nicht begehbaren Verbindungen zwischen Räumen hier für seinen kleinen Ausflug in die Freiheit. Viel Spaß dabei. Danke. Danke, Poki. Zum Fenster. Mach auf. Geh durch. Oh. Alfred. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie ich diese Räume hier in zwei Variationen gezeichnet habe, weil ich es ja alles offline gemacht habe. Ich glaube, um die Raumgeometrie zu erhalten, habe ich die entsprechenden Stellen, die ich in der zweiten Version anders zeichnen wollte, digital wegradiert, das dann wieder ausgedruckt, die neuen Linien nachgezeichnet und das dann wieder eingescannt. Anders kann es nicht gewesen sein. Und ich glaube, das hier ist die zweite Version, weil sonst wären die Linien nicht so verkürzt. Ja. Joa, okay. Na dann. Wieder zurück zu Edna. Sprechen wir mit ihr. Über den Specht. Edna. Hey Edna, warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Ja. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Okay, Edna. Tür. Wir klopfen einfach. Erstmal die Tür klopfen. Zu Edna. Benutzen. Tür. Ja, bitte? Benutzen. Tür. Oh. Lass das, okay? Okay. Ja, bitte? Und das Bett. Den Schrank. Lass das, okay?
Ja, bitte? Vielleicht können wir uns im Schrank verstecken. Komm mit, Harvey. Nice. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Na sicher. Schnell raus. Nice. Hey! Mach die Tür zu. Eingesperrt. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Gut, wir müssen Mathis finden und hier sieht alles viel freundlicher aus. Jetzt in dem verlassenen Dunkel. Ja, ihr seid jetzt so weit gekommen im Spiel. Darum seid ihr auch den Lüften des Geheimnisses um Edna sehr nah auf der Spur. Ja, und jetzt war das nicht. Jeder, der denkt, dass Ednas Geschichte etwas mit dem Verschwinden dieses Elchkopfes oben links zu tun hat, der irrt. Tatsächlich finde ich, dass hier dieser Switch zu Harvey einer der wirklich stärksten Augenblicke im Spiel ist, weil Harvey halt das erste Mal tatsächlich sich besorgt zeigt um Edna. Wir treffen ihn hier an und er gesteht uns etwas ein, was er Edna gegenüber halt nie sagen würde. Und das lässt uns Harvey noch mal mehr ans Herz wachsen. Ich hoffe, also bei mir hat es geklappt. Harvey ist uns allen ans Herz gewachsen. Fenster. Nein, nicht Küche, sagen wir. Ja, wem ist Harvey nicht ans... Oha! Wem ist Harvey nicht ans Herz gewachsen? Oh, Schreck. Haben wir Mathis gefunden? Oder was? Was? Edna, Edna, Edna! Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis! Er kocht eine Suppe aus Kindern! Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Mach der Kinderriegel. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute wieder viele Kinder vor den Rechnern sitzen, was möglicherweise dadurch seine Berechtigung findet, dass dieses Spiel eine USK von 0, zumindest in der originalen Version, bekommen hat. Ich hoffe, ich konnte das mit einigen Entwicklerkommentaren wieder ausgleichen. Ficken! Ja. Entschuldigung, ich hatte was im Hals. Aber tatsächlich war ich selbst ganz und gar nicht damit einverstanden, dass das Spiel halt so eine niedrige Wertung bekommen hat und deswegen ja auch häufig in den Kinderspielregalen gelandet ist. Eine der kommenden Szenen wird euch halt das nochmal in aller Deutlichkeit vor Augen führen. Ja, es gibt möglicherweise noch andere Gründe, warum ich im Folgespiel, im Nachfolger Harveys neue Augen vielleicht ein wenig expliziter geworden wird, aber... nicht viele. Edna bricht aus, ist FSK 0? Okay, verstehe ich natürlich ein total. Was ist los mit mir? Ja. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Das ist ja hier der kinderfreundlichste Content. Edna bricht aus. Ja, was doch, das ist ja klar. Klatür. Edna. Er verbrennt. Kinder im Ofen. Kinderfreundlicher Content. Edna, Edna, Edna! Ja. Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv?
Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren? Tja, Fenster. Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Dann gehen wir hier mal raus. Oh. Ja. Edna. Er macht im Garten Gartenarbeit. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mathis. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Die Sonne. Ein schöner Tag draußen. Oh. Teufelsanbeter. Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mathis. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Jetzt finden wir den endgültigen Beweis. Die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Boah. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Dann müsste man ihr erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Nein. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Edna. Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Charakterkorrektur. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Das wird ja mir immer unnötig. Das wird mir unmöglicher gemacht. Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen? Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Na warte! Was? Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Er hat Harvey. Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Nicht Harvey. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Ich hab mir vorgenommen, in Zukunft netter zu dir zu sein. Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster! Du bist total wahnsinnig. Du Monster, nicht Harvey. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen. Du bist sprichst doch auch noch mit diesem Stoffhasen. Verstaunst du was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer eine dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Das wird nie vorkommen. Da gehörst du nämlich hin. Nein. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Nicht Alfred, bitte. Nicht Hilf mir, Edna. Er tut mir weh. Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn. Was? Schubs ihn. Schubs ihn einfach. Schubs ihn die Treppe runter. Oh. Nein, Edna. Das hat sie nicht getan.
Nein, was? Oh je. Oh nein. Zurückgetempomorpht. Jetzt erinnere ich mich an alles. Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Das konntest du nicht, Dr. Marcel. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Aber ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Harvey zerstören. Er wird alles zerstören, was dich ausmacht! All deine Kreativität! All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Allerdings. Nur ein kleiner Schubs. Und die sind endlich frei. Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß. Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Ach du Schande. Jetzt haben wir wieder zwei Möglichkeiten, das Ganze zu beenden. Hör auf Dr. Marcel, hör auf Harvey. Harvey zerstören oder Dr. Marcel zerstören. Also auf Dr. Marcel hören und Harvey zerstören oder auf Harvey hören und Dr. Marcel zerstören. Oh wei. Ich habe auch nicht gespeichert. Wir können also nicht beides ausprobieren. Können wir sowieso nicht. Auf Dr. Marcel hören und Harvey zerstören. Nein. Niemals. Auf Harvey hören und die Dr. Marcel die Treppe runterstoßen. Da werden wir zweifach Mörderin. Oh wei. Eine Entscheidung, die auf keinen Fall leicht ist. Aber gut, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich kann doch nicht einfach Harvey opfern. Ich kann doch nicht einfach Harvey verbrennen lassen. Ich höre lieber auf Harvey. Mach's kaputt. Was? Was ist passiert? Edna ging nicht zurück in die Anstalt. Die Polizei fahndete wochenlang vergeblich nach dem verwirrten Mädchen. Die Suche wurde abgebrochen, als man schließlich Überreste eines blauen Stoffhasen fand. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden. Oh je. Moti ging alleine zurück in die Anstalt. Nach zwei Wochen ohne Rudi wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Wirklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. An seinem zweiten Arbeitstag wurde er bei einem Überfall. Ja, Blase musste auf dem Rückweg zur Anstalt noch einmal austreten. Auf der Tankstellentoilette traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Der Spieler sollte hingegen niemals herausfinden, was ihn da getroffen hatte. Ja. Sehr schön. Die Credits. Haben was durchgespielt. War das tatsächlich heute das Finale?
Ja, hier sind nochmal die Namen, die alle mitgearbeitet haben. Das war Edna bricht aus. Das Live-Let's Play auf Zwergen Fürst LP. Ja. Dedelic Entertainment Präsenz. Edna bricht aus. Haben wir es auch durchgespielt. Morgen kommen die nächsten morgen kommen die ersten Parts. Ja, morgen 18 Uhr. Donnerstag, den 7.5. Erster Part. Erster 15-Minuten-Part. Man bricht aus. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und dann regelmäßig zwischendurch, also ich glaube für Samstag oder für, muss gerade auf meinen Uploadplan gucken. Mai. Ja, am Samstag haben wir in der 18 Uhr schon was geplant, also ab und an. Aber ansonsten Donnerstag und Freitag jetzt Part 1 und Part 2. Und ja, dann geht's fast täglich 18 Uhr. Ein neuer Part Edna bricht aus. Ich habe die ganzen Stream-Aufzeichnungen in 15 Minuten Parts geschnitten. Ja. Das müsste jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, Part, ja, ich habe jetzt fast 2 Stunden gespielt. Der letzte Stream war jetzt fast 2 Stunden lang. Ja, jetzt genau 2 Stunden lang. Jetzt gerade umgesprungen. Ich habe 5 Minuten ein bisschen, ja, mit Abspann haben wir jetzt 4 Parts wahrscheinlich. Nee, 8 Parts haben wir jetzt dort, habe ich jetzt aus dem Stream gemacht. Circa. Ja. Gut. Das war's mit Edna bricht aus. Da sind wir wieder im Startmenü. Ja. Da mich nach oben sollte euch gefallen haben. Sollte euch dieses Projekt gefallen haben. Morgen geht's mit dem ersten. Mit dem ersten Part Edna bricht aus los. Und ja, also. Wenn ihr jetzt die Parts guckt und das jetzt hört, war das jetzt das Ende. Ja, gibt's morgen keinen Part mehr. Ja, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Live-Let's Play gefallen haben, sollten euch die Aufzeichnungen gefallen haben, die ihr jetzt im Nachhinein gesehen habt. Gut. Wir werden irgendwann noch die Nachfolger Harvest neue Augen spielen. Oder den Vorgänger. Ich glaube, der Nachfolger ist es. Nachfolger. Nachfolger werden wir spielen. Harvest neue Augen. Das, aber lasst mir da ein bisschen Zeit für. Lasst mir ein bisschen Zeit. Wirklich. Also, ja, ich bin jetzt erstmal froh, dieses Stream-Projekt beendet zu haben. Jetzt werde ich nicht jetzt direkt gleich mit dem nächsten Stream-Projekt anfangen. Ja, danke fürs Zuschauen. Alle, die sich diese Streams und diese Streamparts im Nachhinein angesehen haben. Man sieht sich irgendwann bei Harveys neue Augen wieder. Ansonsten auf einem anderen Stream, in einem anderen Streaming-Projekt, in einem anderen Videoprojekt auf meinem Kanal. Ganz dumme Sache auf meinem Kanal oder in meinem Podcast. Da könnt ihr auch reinschauen, reinhören. Ist natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt und im Stream-Chat verlinkt. Na dann. Habt ihr noch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.